So, naja, haben wir das dritte Level auch geschafft. Noch ist das alles relativ einfach, aber die Levels werden auf jeden Fall noch ganz schön verzwickt und kompliziert, wo man ganz schön viel rumspringen muss und gleichzeitig und hier raus jumpen, da wieder rein jumpen durch die Portale und so. Ja, da werden wir bestimmt noch eine ganze Ecke rumfehlen, denke ich mir mal. So, ja, aber erstmal nächstes Level hier. So, hallo. Ben. Ging nicht? So, wir sind jetzt in Level 5, sind wir schon. 5! So, wir müssen uns hier mal wieder den Kasten auf den Kopf fallen lassen. Ist ja hier selbstmörderisch, dieses Spiel. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Nicht? So, wir haben jetzt zwei rote Blocker hier. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auf beide irgendwas draufstellen. Okay, jetzt hat er nämlich angezeigt, der ist jetzt belegt, der andere ist belegt. Und da oben haben wir so einen Kollegen. So, jetzt wollen wir da oben erstmal hoch. Weil wir haben da ein Portal. So, gucken wir erstmal, was wir da oben machen können. Dann schließen wir hier mal ran. Dann sind wir hier oben. Das Portal, das gelbe, bleibt ja momentan immer bestehen. Und das können wir umsetzen. Aber wir wollen ja darüber, deswegen schießen wir da mal ein Portal ran. Und sind wir drüben. Also, für manche Leute, die das jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt, ich war da am Anfang richtig verwirrt, ey, mit diesen Portalen, ich bin da gar nicht klar gekommen. Aber sobald man diese Mechanik so ein bisschen versteht oder nachvollziehen kann, ich meine, verstehen ist das ja einfach, aber manchmal denkt man da einfach gar nicht dran, wie die Mechanik da teilweise sein kann. Und das ist echt richtig cool, ey. Das ist halt auch der besondere Gag von dem Game. Boah. So, jetzt haben wir eins drauf. Und hier ist Nummer zwei. Und bäb. Ey, Verarschung. Haben wir denn hier noch einen zweiten Blocker? Ah, da unten ist noch einer. So, wo ist der jetzt? Da oben? Dann folgen wir doch mal. Hui. So. Komm mit. Und stellen wir ihn auf den roten drauf. So, ist jetzt offen. Yay. Juhu! Wir haben es geschafft. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Frech. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, Das war's. Jetzt habe ich ganz dreist hier gerade mal was getrunken. Jetzt krieg ich ja Pappmaul, ne? Jetzt krieg ich ja Pappmaul. So, hallo? Ah, da geht's lang. Waren wir nicht verwirrt. Hallo? So, wieder Fahrstuhl. Ja, auf jeden Fall von Portal gibt's mittlerweile natürlich auch schon ein zweites Spiel. Ich meine, ihr kennt ja sicherlich alle Portal, was erzähle ich hier eigentlich lange rum. Es ist eines der, weiß ich auch nicht, bekanntesten Spiele überhaupt. Deswegen, es gibt auch schon einen zweiten Teil, der die Story hier fortsetzt. Und ich habe auch gehört, dass die Story bald irgendwann fortgesetzt werden soll. Was richtig cool ist. So, aber hier erstmal das nächste Rätsel. Rätsel Nummer 6. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Na, kein Ding. Machen wir doch. So, wir haben diesen Ball hier, in den man sich nicht reinstellen sollte, weil dann ist Aua. Instant Aua. So, und wir müssen diesen Ball hier reinkriegen. Und das machen wir, indem wir, hier unten ist ja schon ein Portal, was aber noch nicht verbunden ist mit wem anders. Deswegen müssen wir das erstmal verbinden mit... Wir müssen aber warten, bis die Kugel mal wieder kaputt geht. Weil die halten sich nur eine bestimmte Zeit. Bup. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjekt wohl auch hier. Ja. Ich bin immer ein großer Stolz für alle Leute. Generell so. Hallo, ist da auch mehr drin? Ey, ist da oben mehr drin?
So, können wir das jetzt hier hochfahren? Yay, können wir. Mehr Fahrstühle. So, die Levels sind jetzt halt momentan noch relativ easy. Jetzt werden es halt die Mechaniken hier erklärt mit dem Ball und so. Und ja, das ist ganz nett. So, wir sind hier in mal wieder im Fahrstuhl. So, nächstes Level bei Portal. Welches Level ist das hier? Haben wir kein Schild? Warnsignal sind für alle Ah, Mobilgeräte das. Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. So, ja, danke. So, wir haben hier auf jeden Fall wieder ein Schild, Level 07, und wir haben wieder was mit dem Ball zu tun hier. So, der Ball fliegt von da nach da. Ich gehe davon aus, dass wir hier wieder ein Portal machen müssen. Und der Ball muss da rein. Okay, dann probieren wir das doch erstmal. Also machen wir, wenn er wieder fit ist hier, machen wir da ein Portal. Und jetzt kommt die Kugel da raus, schlägt da ein. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Ja, das ist nämlich jetzt ein Problem. Wir müssen nämlich auf das Teil, bevor es losfährt. Und wir können ja an diesen schwarzen Dingern hier kein Portal machen, denn wir können nämlich nur da ein Portal machen. Deswegen müssen wir uns gleich ein bisschen beeilen, wenn sie wieder. Ach nee. Wir müssen das ja gar nicht nochmal machen. Sorry für den Fail. Ja. Jetzt müssen wir warten, bis er wieder zurückfährt. Es tut mir leid. Ich kann doch auch nicht alles wissen. So, jetzt ist er wieder drüben. Jetzt hüpfen wir hier durch. Hallo. Nett. Nett. Nettes Innen. Nette Innendeko habt ihr hier. Wirklich. Was war denn da für ein Innenarchitekt am Start? So, hallo. Aber es ist auch ein ganz schönes Labyrinth, was die hier haben mit ihren ganzen Fahrstühlen und so. Das ist ja nicht sehr effizient gebaut. Ich als studierter Architekt, ich muss das wissen. Oder auch nicht. So, Aperture Laboratories. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Dass die mich immer unterbricht, wenn ich höre, was erzähle, ne? Eine Frechheit. So, wir sind hier in Level 8. Uhaha, uhaha. Level 8. So, und wir dürfen nicht ins Wasser. Und wir dürfen das Wasser nicht trinken. Okay. Hatte ich eh nicht vor. Guck dir mal an, wie das aussieht, ey. Da krieg ich ja Kotze. So, wir haben wieder ein Bällchen. Bumm. Das Bällchen geht da lang. Von wo wird's denn? Ach, es wird von hier losgeschossen, ne? Okay, das Bällchen geht da lang. Und muss da rein. Ich gehe davon aus, dass das Ding dahin muss. Und ich glaube, jetzt können wir schon das zweite Portal setzen. Ne, noch nicht. Okay, und das Ding muss jetzt so. Und so. Ach, falsch. Sorry. Ach ne, geht auch so. Yay! Da habe ich beim. Sorry, dass ich die Rätsel ja schon so ein bisschen kenne. Ich kann mich ja noch so ein bisschen dran erinnern. Vom letzten Zocken. Also bei dem Level, ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht. Beim ersten Mal. So, und wir wollen jetzt dahin. Oder wollen wir dahin? Ich glaube eher dahin. Hui. Nein! Sehr gut, Olsen, sehr gut. Ja. Ich denke nicht. Also, habt ihr mal gesehen, was passiert, wenn man ins Wasser fällt?
So, wir wollen da. Fahr zurück. So, jetzt versuchen wir das alles ein bisschen eleganter. Yay. Wow. So, gerade so geschafft. Hallo, Bällchen. Hallo. Ja. So. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Na klar. Ich nehme dir das doch gar nicht übel, dass du mich hier durch diese ganzen Dinger jagst. Gar nicht. Ich bin da voll mit einverstanden. Weil das so nett ist. Nein, aber wir wollen ja den Test hier bestehen. Wir sind ja hier in der Holde Maid mit unseren coolen, Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Schlaberst du mit unseren Kängurufüßen hier? Der Test soll unmöglich sein? Ich denke nicht, Tim. So, hier haben wir so einen Kollegen. Und hier haben wir so einen roten Button. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Und wir können mit diesem Teil hier aber nicht durch. Bumm. Da verschwindet er und wir kriegen einen neuen. Aber wir haben hier oben noch so eine Plattform. Das Enrichment Center bittet erneut vielmals um Verzeihung, dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Wir haben da oben ein Loch. So, und wir kriegen das Teil aber nicht so hier durch, glaube ich. Oh! Diese Kammer war wirklich ein Fehler. Wir empfehlen, jetzt aufzugeben. Guck, wir kriegen das Teil da nicht oben durch. Deswegen müssen wir natürlich bestimmt wieder unsere Portale einsetzen, um das Teil da durchzukriegen. Das heißt, packen wir es erstmal da oben hoch. Hui. So. Und wir können hier... Aufzugeben ist keine Schande. An dieser Stelle abzubrechen ist in der Tat eine vollkommen vernünftige Reaktion. So. Und wir können... sind jetzt hier in dem Portal und müssen jetzt einfach nur versuchen, das Ding da durchzuschieben. Und hören Sie auf und es gibt sofort Kuchen. Ja, können wir es da drüben jetzt anfassen? Yep. Au! Oh. Und fantastisch. Yay! Sie waren willensstark und ideenreich trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Ja, immer doch. Ich habe eben auch immer einen sehr pessimistischen Einfluss auf alle Leute. Ihr seid einfach alle total scheiße. So. Und hier machen wir mal einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Yeah.